134, Kapitel 10. Eine richtige Rangordnung gab es bei der Praterfahrt nicht. Nur wenn der Kaiser mitfuhr, folgten unmittelbar hinter ihm die Hofämter. Die übrigen Wagen reihten sich zwanglos und nach Belieben ein. Die am Pratereingang zu Pferde haltenden Gardisten, die Deutschen in rot-goldener Montur, die Ungarischen mit dem über die Schulter hängenden Pantherfell, hatten nur dafür zu sorgen, dass die aus der Stadt anrollenden Wagen in der von der Obrigkeit gewünschten Ordnung und nicht kreuz und quer in die Hauptallee einfuhren. Das war nicht immer einfach. Manchmal nahmen 2000 Wagen und noch mehr an solcher Frühlingsfahrt teil und stauten sich dann in 2, 3 oder gar 4 Reihen zurück bis zu den Stadttoren. Mit den ersten waren Mozart und Constanze, Aloysia und Josef Lange gekommen und bald darauf das Figürl mit ihren Wälzel und der Kutsche Jacquins. Weil sie so früh dran waren, hatten sie mit ihrem Wagen nahe des Eingangs, wenn auch ein wenig abseits, noch Platz gefunden. Sie konnten hoffen, dicht hinter dem Kaiser in die Hauptallee einzufahren. Einstweilen aber war noch Zeit, sich alles recht zu besehen, wenn es auch auf dem von Neugierigen gesäumten Platz nicht allzu viel zu sehen gab. Der Tag war warm, zu warm fast für diese Jahreszeit. Limonadenverkäufer, Schankburschen aus den nahen Biergärten zwängten sich, ihr Labsal ausrufend, zwischen den Gespannen durch. Fußgänger rückten in immer dichteren Scharen an, eilten der Hauptallee zu, Musiken spielten, das Geklingel eines Ringelspiels war zu hören. Doch bald folgte Wagen um Wagen, bis sie nur die Straßenmitte freilassen, die ganze lange Jägerzeile hinunterstanden und noch immer rollte Gespann auf Gespann aus den Stadttoren und über die zwei Brücken, die über den bis an die Mauern und Wälle heranschwingenden Donauarm in die Brigittenau und Leopoldstadt führten. Die Kutscher und Vorreiter der vor dem Pratereingang wartenden Wagen hatten Mühe, die in ihrem Paradegeschirr unruhig scharrenden und tänzelnden Pferde zu beruhigen. Es war, als warteten auch die Rösser ungeduldig auf den Augenblick, in dem die Kutscher ihnen die Zügel freigaben, zu der nicht selten fast zu einer Wettfahrt sich steigernden Frühlingsfahrt. Aber noch war es nicht Zeit. Grüße, Scherze und Lachen gingen von Gespann zu Gespann oder zwischen Zuschauern und den Insassen der Wagen. Zu den glücklichsten und vergnügtesten gehörte die Demoiselle Angelika Bösenberg. Nicht nur wegen ihres Hannibals, der war ihr ohnehin sicher, aber dass sie an dieser Praterfahrt und noch dazu in einem so noblen Gefährt und so dicht hinter dem Wagen des Kaisers teilnehmen durfte, kam ihr wie Märchen vor. Gerade als sie zu den Mozarts und Langes hinüber ruft, »Nicht im Schlaf hätte ich mir das träumen lassen«, ist es mit einem Male, als fahre ein Windstoß daher. Ein Brausen kommt näher und näher. Hunderte von Tüchern wehen in der Jägerzeile. Nun ist auch schon deutlich Jubeln und Rufen zu hören. Der Kaiser Josef kommt nicht in prunkvoller, von 6 Schimmelhengsten gezogener Karosse wie das uralte, noch von burgundischen Ahnen übernommene zeremonielles Will. Die mit Gold und Silber überschütteten Galawagen, die 4er- und 6er-Züge, in ihren blitzenden Geschirren, in ihrer Blumenpracht überlässt er den Großen seiner Reiche. Er selber erscheint zu dieser Frühlingsfahrt in einem leichten, ungeschmückten,
von ihm selber gelenkten Gefährt. Nach allen Seiten dankend biegte er einen kurzen Trab in die von hellen Grün überwölbte, von Sonnenpfeilen durchfunkelte Hauptallee ein. Von einer Kirche schlägt es 3. In nur geringem Abstand folgen die Hofämter und an die schon seit Stunden vor dem Eingange wartenden Wagen. Nach einer Weile kommt Bewegung auch in die Gespanne in der Jägerzeile. Dass die Mozarts, die Langes und Jacquin so früh dran waren, lohnt sich jetzt. Es sieht ganz danach aus, als würden ihre beiden Wagen weit vorne im Zuge sein, wenn auch nicht gerade dicht hinter dem Kaiser, wie die kleine bösen Berg und ihr Hannibal sich das ausgemalt hatten. Wohl gibt es keine Rangordnung, aber die Berittenen sorgen doch dafür, dass dem oder jenem Gespann die Vorfahrt gesichert bleibt. Schließlich hat es ja von Anbeginn ein Oben und Unten gegeben in dieser Welt. Doch auf jeden Fall würde man zu noch früher Stunde wieder am Pratereingang sein. Die Fahrt in die Weinberge konnte somit wohl eher beginnen, als man gedacht. Die erste Auffahrt des Corso bis zu dem fernen Lusthaus pflegte sich nur im Schritt zu bewegen. Schon damit die Zuschauer rechts und links von der Allee diese Praterfahrt mit Musse genießen konnten. Nicht ohne Grund hatte man die Wagen kostbar geschmückt und sich selber nach der neuesten Mode gekleidet, Kutscher, Lakaien und Läufer in frische Livreen gesteckt und womöglich gar ein neues Geschirr für die Pferde angeschafft. Man wollte gesehen und bewundert werden. Erst wenn die einzelnen Gespanne das kaisergelbe, fast schon an der Donau stehende Lusthaus erreicht und es wie die Säule eines römischen Stadions umrundet hatten, begann, wenn auch nicht gerade ein Wagenrennen, so doch der zweite, erregendere Teil dieses Schauspiels. Vorerst aber musste man sehen, dass man endlich in die Hauptallee kam. Eben als auch die Hofkutsche des Josef Lange an die Reihe kommt, drängt sich die Kutsche fast streifend ein Wagen des Marstallamts vor. Eine vergnügte Stimme ruft: Eviva Mozart! Wie ein Echo kommt das Eviva aus den am Straßenrande stehenden Reihen oder aus dem und jenem Wagen zurück. Mozart, daneben Josef Lange, Konstanze und Aloysia gegenüber sitzt, blickt sich um. In dem sich vordrängenden Wagen sieht er da Ponte mit 2 nicht mehr jungen Sängerinnen des Burgtheaters. Mozart schwingt drohend den Rohrstock. Wenn sie es mit meinem Büchel nur auch so eilig hätten, Abate! Er ruft es lachend und doch nicht ohne verhaltenen Ärger. Seit Wochen hat er von da Ponte nichts mehr gehört und nicht einen einzigen Vers mehr bekommen. Auch der Italiener lacht. Dann fuchtelt er mit den Armen, wedelt mit den Händen und ruft etwas zurück. Verstehen kann man es nicht in dem Getobe, das jetzt die anrollenden Wagen begrüßt. Da Pontes Gesicht ist eitel Freude, liebt er doch das Leben und alle Lust und ist hier auch anders in diesen schon nördlicheren Breiten, in dieser von ersten Frühlingsblumen überschäumte Wagenzug, der in der Pracht und Kostbarkeit seiner Gespanne unter den zartgrünen Laubgewölben der Alleebäume dahinrollt, erinnert ihn mit seiner in allen Farben flirrenden, von Gold und Silber durchfunkelten Buntheit, mit seinen Staatsroben und Galakleidern, mit der Schönheit seiner Frauen, doch ein wenig an San Marco, an die Wettfahrt der Gondeln. Auch die lachende, jauchzende, ihre Späße treibende Menge, die Buben, die in den Baumkronen, ja selbst auf den über die Allee sich neigenden,
Ästen hocken und reiten erinnern ihn an das dem Canale Grande umtobende Volk. Selbst die Luft hat an solchen Frühlingstagen in den Auwäldern des Praters über den Wassern der Teiche, Weiher und Donauarme etwas von der silbergrauen Luft Venedigs. Heute freilich ist es mehr Staub als Silberhauch, obwohl noch vor einer Stunde die Wasserwagen, die Fahrbahn feuchtend durch die Alleen gerasselt sind. Auch Mozart und Constanze haben ihre Freude an dem Jubel und den Späßen des Volkes. Die Mozartin lächelt beglückt, wenn plötzlich aus einer Gruppe der Ruf »Hoch Mozart« zu hören ist und von anderen aufgenommen eine Weile neben dem Wagen herläuft, bis ein Vierer- oder Sechserzug neues Rufen und neuen Jubel entfesselt. Mit einem kleinen Stolze neigt sie bei solchen Gruße den Kopf, weil doch für die Huldigung seines Volks nicht nur der König, sondern auch die Königin dankt. Trotz allen Bemühungen der Leibgardisten lässt sich bei der Unzahl der Wagen, es sollen heute weit mehr sein als in den vergangenen Jahren, eine Stockung da und dort nicht vermeiden. Erst nach einer Stunde ist das Lusthaus erreicht. Als dann die ersten Wagen es runden, die Blumen durchflochtenen Peitschen über die seidig schimmernden Rücken der Pferde gleichsam nur hinhauchen, wird der Prater zur Arena, unter dem jetzt erst zum fortissimo anschwellenden Jubel der Zuschauer jagende Gespanne die Allee hinunter, während auf der anderen Seite noch immer Wagen auf Wagen und das noch 2 Stunden lang langsam dem Lusthause zustreben. Erst als die Spitze des Zuges wieder den Pratereingang erreicht hatte, hielt sie eine kurze Weile, da der Wagen des Kaisers gerade gegen den Augarten abbog, über dessen Baumkronen anmutig die grüne Woge des kahlen Gebirgs sich hob. Auch Jacquin und Lange ließen ihre Kutschen aus der Reihe fahren und hielten abseits, um sich noch ein wenig die endlose Kette der aus der Hauptallee kommenden und uns stadtwärts rollenden Wagen anzusehen. Stunden würden sie noch brauchen, um sich über die Brücken durch die Tore zu zwängen. Da kam auch schon die leere Hatzfeldsche Kutsche heran. Der Hofwagen war ja nur für den Prater Corso zur Verfügung gestellt worden. Die Mozarts und Langes stiegen ein. Plötzlich stand der Ponte neben dem Wagen. »Wohin, Maestro?« fragte er lachend. »Ins Kallenberger Dörfel und von dort in die Weinberge«, antwortete Lange vorschnell. »Darf man mitfahren?« »Schau uns lieber, dass Sie nach Hause kommen, Abate, oder meinen Opernbüchel schreiben«, sagte Mozart, ärgerlich, fast grob. Constanze aber meinte, »Galant ist es gerade nicht von Ihnen, der Ponte, Ihre Damen allein in die Stadt zurückfahren zu lassen.« Lorenzo da Ponte ist lieber galant mit Jungen und Schönen. Er beugte sich in den Wagen und küsste erst Constanze, dann Aloysia auf seine ein wenig lüsterne Weise die Hand. Legen Sie ein gutes Wort ein für einen povero Poeta, der schon seit einer Ewigkeit nicht vor der Stadt war. Und um Wien herum ist es schön, im Sommer manchmal schön wie in Italien. Sommer haben wir jetzt nicht, bemerkte Mozart fast unhöflich. Constanze warf ihm einen mahnenden Blick zu. Abweisen konnte man da Ponte nicht gut. Wenn man ihn verärgerte, würde er zum Libretto noch länger brauchen. Aber mitnehmen konnte man ihn auch nicht.
der bösen Berg wegen war ein rechtes Klatschmaul, der da pompte. Da versuchte es Jacquin, den povero poeta, so sagte er, wolle er gern, wann immer und wohin er nur wolle, spazieren fahren, in die Weingärten, in den Wienerwald, nach Pfaffstätten, nach Baden, nur heute sei es unmöglich, man habe etwas vor, wobei man allein sein wolle. Das hätte Herr von Jacquin nicht sagen sollen. Der Ponte kannte die kleine zierliche Bösenberg und ihren Hannibal Welzel. Wen kannte er nicht in Wien? Schon eine Weile wurde beim Theater über die beiden gemunkelt. Nicht aus moralischen Gründen, aber weil sie diese Liebe anscheinend ernster nahmen, als es sonst bei Theaterleuten üblich war. Und jetzt hatte da Ponte, während er mit Jacquin sprach, den Welzel und die Bösenberg ein wenig beobachtet, kein Zweifel. Alle Symptome einer amorösen Geistesverwirrung stimmten. Dass aber die kleine Gesellschaft ihn um jeden Preis loswerden wollte und die Bösenberg immer nervöser ihren Sonnenschirm drehte, veranlasste ihn zu einer Überlegung, mit deren Ergebnis er so ziemlich das Richtige traf. Oh, un segreto d'amore! Wenn dieser Schluss auch nicht gerade schwierig gewesen, so sah er doch an dem Blick, den Mozart seiner Frau zuwarf, dass es stimmte. Dieser Augenwink sagte deutlich, jetzt hat's der Kerl doch erraten. Doch der Ponte hatte, wenn er etwas erreichen wollte, ein Fell wie die Dickhäuter draußen in der Kaiserlichen, wenn er schrie in Schönbrunn. Darum nützte es auch nichts, dass Lange noch einen letzten Versuch unternahm, um ihn loszuwerden. Von einem Segreto d'amore sei nicht die Rede, aber der Abate sehe doch, dass im Wagen kein Platz sei. Dafür aber im anderen, sagte der Ponte lachend und saß auch schon neben dem Hannibal Welzel gegenüber Jacquin und der Bösenberg. Was war da zu tun? Aus dem Wagen werfen konnte man ihn nicht, obwohl man es gerne getan hätte. Seite 141. Aus diesem unausgesprochenen Wunsch schien der Ponte zu erraten. Er neigte sich der Bösenberg zu, der vor Zorn und Verlegenheit die Tränen in den Augen standen, und sagte, nicht weinen, bella signorina, Lorenzo da Ponte versteht zu schweigen wie ein Sepolcro, wie ein Grab. Und da Jacquin dem Kutscher seufzend den Befehl gegeben, er solle in Gottes Namen losfahren und die Pferde anzogen, rief der Abate zu Mozart hinüber. Un opera magnifica, maestro, il fidanzamento segreto di Hannibale, die heimliche Verlobung des Hannibal. Nun mussten sie doch lachen. Diesen Venezianern schien in Liebesdingen nichts verborgen zu bleiben. Nicht verwunderlich, kannte man doch in der Lagunenstadt mit ihrem ewigen Karneval alle Schlichte und Wege, alle Heimlichkeiten der Liebe. Aber war es auch nur eine Verlobung? Das überlegte sich der Ponte, als die beiden Wagen jetzt dem noch fernen, doch in der klaren Luft schon nahe scheinenden Leopoldsberg zurollten. War es nicht am Ende eine heimliche Hochzeit? Hatte Josef Lange nicht vorhin gesagt, dass man ins Kahlenberger Dörfel fahre? Der dortige Pfarrherr war dafür bekannt, dass er schon vielen Liebenden
die sich vor der Welt zu ihrem Bunde nicht bekennen durften, zu einer heimlichen, doch immerhin christlichen Ehe verholfen. In Venedig gab es manchen solchen Abate, wenn es auch meist kein echter und nur eine Maske war, den geistlichen Herrn spielte, um die allzu spröde Schöne eines Kumpans doch noch zur Liebe zu bringen. In Wien aber wusste man nur von diesem einen barmherzigen geistlichen Herrn, und das war ein echter. So sicher war Lorenzo da Ponte seiner Überlegung, dass er verwundert, ja enttäuscht war, als die beiden Wagen im Kahlenberger Dörfel nicht hielten, sondern gleich hinter der kleinen Kirche in einen schmalen Feldweg einbogen, der steil erst durch einen Hain aus Nussbäumen und dann durch ein ansehnliches Waldstück hinauf in die Weinhänge führte. So steil war der Weg, dass der Harzfeldsche Kutscher missbilligend den Kopf zu schütteln begann. Nicht etwa nur andeutungsweise und gleichsam diskret, wie herrschaftliche Rosselänge es zu halten pflegen, und auch er es tat, will es ihm bei Fahrten mit dem jungen Grafen der Pferde wegen nicht mehr geheuer war. Aber jetzt wurde es nicht nur ein missbilligendes, sondern ein rebellisches Schütteln des Kutscherhauptes. War doch gar keine richtige Herrschaft, die er da auf Befehl der alten Gräfin zu fahren hatte. Und dann, was verstanden die schon von Rössern und vom Fahren? Ein Musikant, ein Komödienspieler und eine Sängerin, und wenn es auch eine von der kaiserlichen Oper war. Da rief Jacquin auch schon seinen Halt und sprang aus dem Wagen. Aussteigen, Herrschaften, der Straßl ist zu steil für die Pferde. Er wies die Kutsche an zu wenden, an dieser Stelle gehe es gerade noch, zurück ins Dorf zu fahren und dort zu warten. Er drückte jeden eine Münze in die schon zum Empfang bereite Hand. Aber sauft's nicht zu viel, damit wir nachher nicht umschmeißen. Kaum, dass er aus dem Wagen gestiegen war, hatte Konstanze ihren Arm unter den ihres Schwagers lange geschoben und war mit ihm vorausgegangen. Sie kannte doch die Eifersucht des Lange, und heute machte es ihr wieder mal Spaß, diese Eifersucht zu schüren. Und weil sie sich mit ihrem Mann durch ein Augenzwinkern verständigt hatte, ließ er, nachdem Konstanze und Lange schon zwischen den ersten Bäumen des Waldes verschwunden waren, Jacquin und der Ponte vorausgehen. Dann erst folgte er mit Aloysia, während die Bösenberg mit ihrem Hannibal in einen Abstand, wie er Liebenden zukommt, hinterdrein wandelte. Welcher Abstand, mit untrüglichen Augenmaße so abgeschätzt zu werden pflegt, dass das Paar bei jeder Wegbiegung den Blicken der Vorausschreitenden für eine reichliche Weile entschwindet. Das war in dieser Waldschlucht, die vom Kahlenberger Dörfel zu den höher und sonniger gelegenen Weinbergen führte und durch die der Nussbach zur Donau kommt, nicht schwer. Umso leichter, als Frau Konstanze es im Bunde mit Mozart so einzurichten verstand, dass auf dem windungsreichen, sich aufwärts schlängelnden Pfade Schwager Lange in keinem Augenblicke den Weg ganz zu überschauen vermochte, so sehr er auch, und das zum Vergnügen der an seiner Seite unaufhörlich plaudernden Mozartin, den Kopf verdrehte. Immer wenn er sich umsah, waren seine Frau und Mozart
schon wieder hinter einer Wegkrümmung verschwunden. In den Weinhängen, die schon in zartblauen Abendschatten lagen, wurde es für Josef lange noch ärger. 143. Nein. 143. Auf den zumeist rechtwinklig einander kreuzenden Weinbergwegen auf den schmalen Stiegen waren, wenn Frau Konstanze mit ihrem Schwager um eine Ecke bog, ihr Mann und die Aloysia meist noch nicht einmal an der vorhergehenden angekommen. Ganz zu schweigen von der Angelika Bösenberg, die mit ihren Hannibal-Wälzel noch um viele Wegbiegungen zu gehen hatte, als die anderen schon dem weinberühmten, am halben Hange des Kahlenbergs liegenden Wirtsgarten zustreben. Eben als das von seinem Mauerkranz umgürtete Wien in seiner Abendglorie ihnen zu Füßen lag. Schon der Aufstieg zu einem Weinberg beschwingt. Wenn aber dann der Wein so gut ist wie in diesen Dörfern gegen Sonnenuntergang und mittagswärts von Wien, so kann es bald an Gelöstheit der Herzen und Zungen nicht fehlen. Als Mozart das erste Glas auf die zu Verlobenden hob, konnte er sich an bildhaften Schilderungen, der ein ganzes Leben währenden Folgen eines solchen Eheversprechens nicht genug tun, der Folgen dieses Gelöbnisses, bei dem Zeuge zu sein er gezwungen wurde, obgleich er das Unglück voraussehe. Da Ponte aber improvisierte, dieses mutmaßliche Unglück als Vorwurf benutzend, gleich eine ganze Szene jener Oper, die er, wie er noch am Prater-Eingang gesagt hatte, Il finanziamento segreto di Annibale zu nennen gedenke. Doch sei er bereit, sie sogleich in La nozze segreta umzudichten, also die heimliche Verlobung in eine heimliche Hochzeit zu verwandeln. Solche heimlichen Trauungen seien in Venedig nicht selten. Und dann wahrscheinlich gerade so echt bemerkte Mozart wie der Abbate, der sie vollzogen. Was da Ponte in einem sauren, doch immerhin friedlichen Lächeln quittierte. So wurde es ein vergnügter Abend. Und es war ein fröhlicher Zug, wenn auch nicht schwankender, so doch heiter beschwingter Gestalten, die sich zu später nächtlicher Stunde im Lichte des aus den Ebenen Ungarns heraufschwimmenden Mondes durch die Weinhänge und den Nussbach entlang und durch die Waldschlucht wieder talwärts bewegte. Weil die Nacht milde war, nur ferne im Süden den Schneebergen zu, ein Frühlingsgewitter geisterte, stieg man unten an der Kirche nicht sogleich in die Wagen. Sie wurden ein Stück vorausgeschickt, die kleine Nachtgesellschaft, aber wanderte noch der Donau zu. Wieder zwang Konstanze durch Scherz und Geplauder Josef lange an ihre Seite, so dass auch hier sein rückwärtsgewandter Blick in den Krümmungen des durch den Auenwald führenden Weges Aloysia mit Mozart immer wieder verlor. Alle seine Versuche, zurückzubleiben, vereitelte sie mit weiblichen Listen, bis sie ihm selber vorschlug zu warten, wenn die zärtliche Milde dieser Frühlingsnacht in ihr plötzlich den Besorgnissen ihres Schwagers nicht unähnliche Bedenken erweckte. So blieb sie an einem breiteren Wege, den sie eben überquerten, mit der Begründung stehen, dass sie nun ein wenig
warten müssten, um die anderen nicht am Ende zu verlieren. Doch längst schon gingen, auch nicht zum leisesten Verdachte Anlass geben, Mozart neben Jacquard und Aloysia mit der Ponte, während das so heiter verlobte Paar noch irgendwo in der Ferne als säumige Nachhut folgte. Dass ihre Schwester Aloysia soeben ein wenig gekränkt von Mozarts Seite gewichen war, wusste ja Constanze nicht. Der Grund hätte sie freilich mehr gefreut als geärgert. Vor einer Wegbiegung, deren Überschauen überdies eine überhängende Weide verhinderte, war Aloysia stehen geblieben und hatte Mozart mit leiser, ein wenig unsicherer Stimme gefragt, warum er nie zu ihr und lange komme. Eine Weile hatte er geschwiegen, dann aber geantwortet: Du könntest ja auch einmal allein zu Hause sein und siehst, das möchte ich nicht. Nicht, dass ich Angst vor deinem eifersüchtigen Pascha habe, aber es hat doch einmal ein Mann heimgegeben und ein Heiliger aus Stein bin ich halt nicht. Dass es anders hätte werden können, weißt ja selber. 145. Weil sich jetzt der Strom silbern wie die Lagunen Venedigs schimmerte, löste sich der Ponte von den übrigen und ging zwischen dem nachtdunklen Geglitzer der Büsche und Weiden, unter denen der Strom leise dahinzog, an das Ufer hinaus. Nach einer Weile folgten auch die anderen. Mozart trat an seine Seite. Schön ist es schon, da herum um unsere Wiener Stadt. Aber ja, jetzt sang's, Abate, wie lang werden Sie denn noch zu meinem Büchel brauchen? 2 Wochen, Maestro. Und Sie glauben, dass ich das glaub? Also sagen wir 4 Wochen, der Ponte, aber kann ich wenigstens wieder ein bisschen was haben? In einer Woche, Maestro, ich schwöre. Mein Eid ist bei einem Abate doppelt schlimm. Es ist schon ein rechtes Kreuz mit Ihnen, der Ponte. Eben kam auch die Bösenberg mit ihrem Hannibal heran. Mozart deutete mit dem Kopf nach Ihnen. Und den Hals drehe ich Ihnen um, Abate, wenn Sie über die 2 dort nicht den Mund halten. Er ging auf sie zu, schob die Hände unter die Arme der beiden, stand mit ihnen noch eine Zeit schweigend an der wie im Schlafe murmelnden Silberflut und wandte sich dann dem breiten zur Straße führenden Auenweg zu, auf den am Tage die Rinder und Pferde zur Tränke gingen. Er nahm die beiden um die Schultern. Busselt habt ihr jetzt genug, jetzt will ich auch was von euch haben. Auf der Straße warteten, wie Schattenbilder von dem hellen, grünlich schimmernden Himmel sich abheben, schon die Wagen. Diesmal fuhr Mozart mit den beiden Jungen in der Kutsche Jacquins, Constanze mit der Ponte, Schwester und Schwager im 2. Wagen. Als schon die Pferde anzogen, schlug Mozart dem jungen Hannibal vergnügt auf den Rücken. Wälzel oder Walzel, oder wie du heißt, ein Glücksbursch bist schon, wenn ich droben auch gesagt habe, dass du Pfeil grad in dein Unglück rennst. Jung ist sie bildsauber und eine so geläufige Gurgel hat's, dass ich mich traun tät, sie vom Fleck weg im Don Juan die Zerlinde singen zu lassen in Prag. Kapitel 11. Auch diesmal hielt der Ponte nicht sein Versprechen. Die Tage vergingen und er ließ sich nicht sehen. Und gerade jetzt hätte Mozart in Arbeit versinken mögen, um alles ringsum zu vergessen. Der junge Hatzfeld
war vor nur schon 2 Wochen in Bonn gestorben. Noch wusste Mozart nicht woran, aber es schmerzte ihn tief. So war also Hatzfelds fröhlicher Ruf nach Haydns Nachtmusik der Abschied für immer gewesen. 2 Tage nach dieser Todesbotschaft war aus Salzburg ein Brief von Mozarts Schwester Nannerl gekommen. Sie schrieb, dass der Vater krank sei, gefährlich, wie es schien. Seit Wochen schon fühle er sich nicht wohl. Doch habe man das bisher nicht so ernst genommen. Wolfgang wisse doch, wie hypochondrisch der Vater zeitlebens gewesen, wie er sich auf die Arzneikunst zu verstehen meine und ohne Tränklein und Pillen nicht sein könne. Doch diesmal sehe es böse aus. Wieder durchwachte Mozart trotz Constanzens Mahnung, dass er doch selber nicht der Kräftigste sei eine Nacht. Wehmutsvoll wanderten seine Gedanken zurück in Kindheit und Jugend, in die ferne Zeit, in der er mit dem Vater durch das halbe Europa gereist war und die ersten Triumphe erlebt hatte. Ein strenger, pedantischer Lehrmeister war der Vater gewesen, doch eben deswegen sein Bester. Freilich hatte es später auch manches Zerwürfnis gegeben, wie es so geht im Leben, weil immer wieder sich die Jungen für klüger halten als die Alten und die Alten sich 9-mal weiser dünken als die Jugend. Sollte dieser sonst so gütige Vater vielleicht morgen schon nicht mehr sein? Oder lebte er vielleicht gar nicht mehr? Wie auch Hatzfeld schon aus dem Irdischen gegangen war. Als man in seinem Wagen so fröhlich zu Wein und heimlichen Verlöbnis gefahren. Bis in den Morgen grübelte Mozart, dann beschloss er nach Salzburg zu reisen. So einfach ging das aber nicht. Die Augartenkonzerte sollten beginnen. Er musste sehen, ob sich das erste nicht verschieben ließe. So vergingen 3 Tage. Inzwischen erhielt er die Nachricht, dass es dem Alten wieder besser gehe. Mozarts Schwager, der Freiherr von Berchtold, berichtete, dass nun einstweilen doch nichts zu besorgen sei. Der fürsterzbischöfliche Leibarzt hoffe sogar auf Genesung. Die Nannerl, die einstweilen noch in Salzburg bleibe, werde ich schreiben, wenn eine Verschlimmerung eintreten sollte. Ihm selber habe das Marschallamt versprochen, in diesem Falle einen Stafettenreiter zu stellen. Wozu sei man fürstlicher Landpfleger am St. Wolfgangsee und habe seine Beziehungen am erzbischöflichen Hofe. Allein die Sorge um den Vater, die Trauer um Hatzfeld blieben. Die Tage und halben Nächte hindurch, in denen es ihm war, als höre er manchmal das leise Rauschen der dunklen Schwingen des Todes, verbrachte Mozart am Klavier und Schreibpult. Nur das leidige Stunden geben, das er der irdischen Nöte wegen noch ertrug, zwang ihn auf die Straße. Immer wenn Constanze hinüber in sein Zimmer lauschte, ihn zum Essen holte oder ihn mahnte, endlich zu Bett zu gehen, hörte sie Klänge des Schmerzes, der Qual. Doch in diesen dunklen Tönen löste sich der Schmerz. Wie Leid und Trauer sich mildern, wenn nach erster Erstarrung die Tränen fließen. So hatte er für eine Weile da Ponte vergessen, aber heute ging er doch zu ihm. Der kaiserliche Theaterpoet schien nicht zu Hause zu sein. 3-4 Mal zog Mozart die Glocke. Sie
schellte blechern und grell, aber niemand öffnete. War vielleicht dumm gewesen, gerade um die Mittagszeit zu ihm zu wollen. Der Ponte pflegte nicht, zu Hause zu speisen. Er schmarotzte da und dort, vor allem in Häusern, deren Köche und Köchinnen berühmt waren, oder er aß, wenn auch seltener, im Gasthaus. Beim braunen Hirschen, beim König von Portugal oder bei der blauen Ente in der Himmelpfortgasse gegenüber dem einstigen Winterpalais des Prinzen Eugen. Plötzlich merkte Mozart, dass die Wohnungstüre nur angelehnt war. So konnten die Wiener Muse der Pontes oder ihre Mutter nicht fern sein. Er ging auf dem Umgang weiter, läutete und klopfte an einigen Türen, aber niemand rührte sich. Da trat er ein und ging in der Pontes Arbeitszimmer. Auf dem Schreibtisch standen wie immer die Flasche Tokaja, die bauchige Delfter Dose mit spanischem Tabak und neben dem Tintenfass das Silberglöcklein. Ob er es einmal läuten lassen sollte, er tat es, aber auch das zarte Geklingel rief das Mädel nicht herbei. Da fiel sein Blick auf ein Stoßpapier. Es war der Text für den Don Giovanni, wie er bald sah. Gleich obenauf lag eine Szene, die er nicht kannte. Er las und nickte erst zustimmend, doch dann schüttelte er ärgerlich den Kopf, griff nach einer der Federn auf der Pontes Tintenzeug. Er las noch einmal, strich dann ganze Verse, schrieb an den Rand, wie er sich diesen Auftritt denke und ihn haben möchte, und setzte noch drei zornige Rufzeichen nebst einigen unsanften Bemerkungen hinzu. Da war von der Türe her eine helle junge Stimme zu hören. »Jessas, der Herr Kapellmeister!« »Bin ich jetzt erschrocken?« Mozart sah sich um. Der Pontes Mädel stand hinter ihm. Er nickte ihm zu. »Und der Signor Poet, wo ist er?« »Auf 2 Tage nach Baden.« »Statt dass er weiter an meinem Büchel schreibt,« ärgerlich zog Mozart kreuz und quer 2 dicke Striche über eine Seite. »Aber das dürfen's doch nicht«, schrie das Mädel. »Ja, warum denn nicht? Komponiere ich jetzt die Oper oder der Da Ponte? Hätte er halt etwas Gescheiteres geschrieben, der Herr Poet. Wird schön schimpfen mit mir, der Herr. Hat mir noch extra gesagt, dass ich ja niemand in sein Zimmer hineinführen darf.« »Aber die Wohnungstür hast offen lassen.« »Was? Wird sich schon wieder beruhigen, der Herr. Lass ihn halt ein bisschen warten, wenn das Glöckerl da schwingt. Da wird er gleich wieder zahm werden. Und jetzt muss ich mir was abschreiben. Aber ein Glasl darfst du mir bringen, oder meinst du, dass nur dein Signor Poet den Tokaja trinken darf?« Sie ging und brachte das Glas. Da schrieb Mozart schon und hörte sie nicht. So verließ sie wieder das Zimmer. Mit den Teilen, die er sich abschrieb, war Mozart zufrieden. Als er damit fertig war, hob er wieder das Glöcklein und schüttelte es. Gehorsam, als wäre es der Ponte selber gewesen, erschien das Mädel. Da setzte ich her, er wies auf den Stuhl neben sich und sah sie lachend an. Was geschieht, wenn mir jetzt plötzlich die poetische Inspiration ausgeht? So gut möchte ich's auch einmal haben wie ein kaiserlicher Theaterpoet. So, und jetzt gehe ich wieder. Aber dann überflog er die Blätter, die er sich abgeschrieben, doch noch einmal. Und als er sich erhob, entdeckte er auf einer Broschüre noch eine 4. Szene. Es war der Auftritt, in dem der steinerne Gast den Don Giovanni zu freventlich zum festlichen, ja ausgelassenen Mahle geladen, wirklich erscheint. Mozart pfiff leise durch die Zähne.
So ungefähr hatte er sich diese Szene vorgestellt. Darüber ließ sich das Gepfusche, das der Abate da und dort vollbracht hatte, verzeihen. Mozart strich die Bemerkungen, die er vorhin an den Rand der anderen Szenen geschrieben. Leserlich blieben sie ja doch. Dann schrieb er auf das letzte Blatt. Um Don Juans Höllenfahrt willen nehme ich zurück, was ich sie alles geheißen. Doch werden die Injurien noch ärger werden, wenn sie nicht tun, was ich bei den anderen Szenen vermerkt habe und damit nicht erstens erscheinen bei ihren WAM. Und dass ich ihm die Ohren ausreiß, wenn er mit dem Büchel nicht bald fertig ist, kannst du ihm außerdem sagen. So vergnügt kam Mozart nach Hause, wie ihn Constanze schon lange nicht gesehen. Die nächsten Tage hindurch schrieb er wie entrückt. Manchmal rief er noch in der Nacht nach der schon schlafenden Constanze, damit sie ihm vom Blatt weg eine eben vollendete Arie vorsinge. Sogar Klavierschülern sagte er ab und selbst die Bösenberg durfte in dieser Woche nicht kommen. Aber eines Morgens trieb es ihn doch wieder ins Freie. Seite 151.